Ja, sieh, was die machen und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Ja, wollte eigentlich nicht rauffahren gehen, aber da hat mir das wieder ein Schnäppchen geschlagen. Es hat vor anderthalb Stunden geschieht wie das Schaffeln. Wird wahrscheinlich demnächst noch einmal anfangen. Wir haben jetzt da kurz vor 15 Uhr und ich habe mir gedacht, daheim sitzen will ich nicht. Gehe ein bisschen in mein Hauswald, auf mein Hausbergerl und ein bisschen gemütlich machen, Kaffeetscherl trinken. Einfach nur relaxen. Ja, bin ja immer noch in meiner YouTube-Pause, aber den mache ich zwischendurch mit. Aber ich nehme die Kamera mit. Kann nicht schaden. So, jetzt schauen wir mal. Ich werde mich da ein bisschen durch den Dschungel durchschlagen. Und dann werden wir es auch schon gemütlich machen. Ich will gar nicht so weit weg von daheim. Weil wenn es wirklich anfängt, wieder so zum Schieden, weil da war ein Wahnsinn heute. Das war ordentlich drum wieder. Aber jetzt gehen wir ganz einfach einmal los. Los geht's. Ich habe heute mal wieder mein Retro-Zeugs ausgepackt. Und Back to the Roots sind wir heute mal wieder unterwegs. Sie sehen alles waschelnlos da herin. Macht nichts, passt schon so. Ja, und wenn man schaut, findet man immer wieder so kleine Bombenkrater. Na gut, das war sicher nur eine kleine, aber immerhin. Ja, da bin ich jetzt auf einer Fütterungsstelle angekommen. Sieht man sofort. Jeder kennt das, Wildkamera. Und da oben ist gleich der Hochstand. Ja, da geht es ein bisschen runter. Da, na schauen wir mal. Gehen wir da mal weiter. Ah, die Bäume sind da auch recht urig gewachsen. So, schauen wir, wo wir da durchkommen. Durch der Gestrüpp. Ah, das ist wieder mal Expedition geworden. Ups, stehen bleiben. Bleiben wir gleich da einmal vor. Schauen wir mal. Ja, so schlecht war es da gar nicht. Das ist jetzt quasi wie ein Dach angespannt und da setze ich mich jetzt gemütlich drunter. Bin ich vom Regen geschützt. Ja, na dann machen wir es einmal. Ein Käfchen, würde ich sagen. Ja, an den sind einmal wieder an meine ganzen Krankensesseln. Gesund werden, Freunde, der Spruch ist euch vielleicht jetzt schon gegangen. Aber jetzt bin ich wieder da. Zumindest für heute einmal. Ich weiß noch nicht, wann es wieder losgeht, aber ich habe mir kein Ende gesetzt von meiner Sommerpause. Mal schauen, ich schätze einmal so Ende August, dass ich mich wieder rühre. Wieder aktiv, voll. Na, jetzt warten wir mal an. Ja, und der Rest natürlich, meine gesunden Buben und Mädeln. Prost!
Ja, so in etwa soll das dann werden. Schauen wir mal, was daraus wird. Na, erst werde ich daheim noch ein bisschen machen. Ich habe kein kleines Messer dabei. Das habe ich mir noch nicht eingerannt, das muss ich noch machen. Ich habe noch ein kleines Victorinox rein, weil so Rundungen sind mit so einem großen nicht optimal. So, den Rest muss ich daheim noch machen. Muss ich auch noch ein bisschen schleifen. Ja, und dann ist eigentlich fertig. Ja, regnet tut es immer noch. Es ist jetzt kurz vor 4:45. Und ich glaube, ich werde jetzt schon langsam zusammenpacken und Richtung heimwärts. Bevor es noch mehr anfängt. Ja, packen wir einfach zusammen. Passt, geh mal. Bin ja noch von den Blauen geschützt. Ich hoffe, das bleibt so noch. So, hab's wieder geschafft. Bin am Weg herunter. Ja, Freunde, bin wieder herunter. Stiegel und ich bin beim Auto. Ja, war wieder schön, trotz des Regens, hat mir gut gefallen. Kalt ist immer noch nicht. Ein bisschen Abkühlung kann nicht schaden. In dem Sinn sage ich, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, werdet ihr sehen. Ich kann es nicht versprechen, ich weiß es selber noch nicht. Das liegt noch in der Luft. Gut, ich wünsche euch noch was. Schönen Tag, schöne Wochen, lasst euch es gut gehen und servus die Marl und pfiat euch die Bäume.